Einen sonnigen guten Morgen. Es ist heiß, Baby. Der Spätsommer gibt nochmal alles und ich freue mich total, weil ich finde es herrlich, wenn es draußen sonnig ist, dann sind die Menschen besser drauf und mir geht es auch besser. Was wir allerdings jetzt, so wo es in Richtung Herbst geht, leicht vergessen ist, jeden Tag genug zu trinken. Prost! Weil es eine Menge Menschen gibt, die Probleme haben, sich daran zu erinnern, etwas zu trinken, habe ich mir für euch etwas einfallen lassen. Du brauchst jetzt zwei Dinge. Nämlich einmal eine handelsübliche Flasche Mineralwasser, 1,5 Liter, so eine PET-Flasche habe ich jetzt als Maß genommen. Und dann gehst du einmal auf meine Website, schaust unter Downloads und findest dort eine Datei, die nennt sich Wasseruhr. Da bitte mal ein DIN A4 Blatt von ausdrucken. Dieses DIN A4 Blatt besteht aus 5 Spalten, 1, 2, 3, 4 und die fünfte habe ich bereits abgeschnitten. Da habe ich oben und unten jeweils ein Stückchen Tesafilm dran geklebt und sie auf diese handelsübliche Flasche Mineralwasser geklebt. Und was siehst du? Hier stehen Uhrzeiten. Und da hast du über den Tag immer ein wundervolles Maß, bis wohin du um diese Uhrzeit jeweils schon getrunken haben solltest, um am Abend diese Flasche Wasser leer zu haben. Ob du jetzt Flaschenwasser mit oder ohne Kohlensäure bevorzugst, das ist alleine eine Geschmacksfrage. Die ohne Kohlensäure haben den Vorteil, dass man nicht so einen Hicks davon bekommt. Sie haben auch tatsächlich nachgewiesenermaßen ein paar mehr Mineralien. Dafür hat die Kohlensäure den Vorteil, dass sie Keime in der Flasche abtötet und damit etwas länger haltbar ist. Da ich aber davon ausgehe, dass wir diese Flasche am Tag leer trinken wollen, haben wir das Problem mit den Keimen gar nicht. Ich wünsche dir jetzt einen durstfreien Tag, denn wir sollten immer dann trinken, bevor wir Durst bekommen, weil unser Gehirn dieses Wasser braucht. Lass es dir gut gehen, genieß den Spätsommer und hab eine richtig gute Zeit. Tschüss!